mal, wir haben ja mehrere Probleme. Das sind einer meins, wie ich gerade schon richtig gesagt hatte, dass wir in der Verwaltung und so und in der Politik, also in der Verwaltung und in der Politik, insbesondere beim Ausbau der Windenergie und Photovoltaik, ein bisschen Gas geben müssen. Das ist richtig. Wir müssen die Windkraft da stärker unterstützen. Da sind wir dabei. Wir dürfen aber auch nicht vergessen, zum Beispiel den Gebäudesektor oder die Wirtschaft, die wir, wenn wir die auch mit einer Vorlaufzeit von 10, 15 Jahren transformieren wollen, dann müssen wir jetzt die Voraussetzungen schaffen, wir müssen jetzt die Grundlagen für Systemtemperaturen, für die technischen Einrichtungen in den Firmen, dass die umgestellt werden können auf Wasserstoff und Technologie etc., müssen wir jetzt vorantreiben, damit wir, wenn wir die Technologie im ausreichenden Maße zur Verfügung haben, dann auch entsprechend umswitchen können.